So, herzlich willkommen zu Merchant C4 und der Wegberg-Modifikation in der Version 8, in der Beta-Version nach wie vor. Und wir haben den ersten Einsatz reinbekommen, und zwar eine BMA beim T&Q Autohandel in Rathanhofen. Das fahren wir natürlich an. Dazu einmal die technische Einsatzleitung, den Rüstwagen und den kompletten zweiten Zug. Ich denke, das sollte so passen. Ein RTW dazu. Und dann schauen wir uns den ganzen Spaß doch mal an. Ja, dann habe ich ja im letzten Video angesprochen, dass ich doch relativ viel Wegberg in letzter Zeit bringe. Und tatsächlich bin ich da auf euer Verständnis gestoßen, denn ihr habt selber Bock darauf, dass ich Wegberg jetzt in nächster Zeit zumindest vorrangig auf meinem Kanal zeige. Die anderen Mods werden dadurch natürlich nicht untergehen, aber ich werde vorrangig jetzt natürlich, solange ich die Möglichkeit habe, Wegberg zeigen, einfach weil es eine sehr vielfältige Mod ist, die unglaublich viele Facetten hat, die man in einem oder zwei Videos gar nicht zeigen kann. Und deshalb dachte ich, ich spreche das im vergangenen Video mal an, und ihr habt da tatsächlich Bock drauf. Also ihr habt da gesagt, jawohl, uns ist es eigentlich auch ganz recht, wenn du Wegberg zeigst, und dann mache ich das natürlich. Das freut mich sehr. Ich hatte nur das Bedenken, dass wenn ich das so unkommentiert lasse, dass ihr dann irgendwann einfach keinen Bock mehr habt. Aber wenn ich das sehe und lese, dass ihr da genauso enthusiastisch seid wie ich, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. So, wir besetzen jetzt als erstes die Drehleiter, und dann hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Leute für die technische Einsatzleitung bekommen. Ja. Denn den haben wir ja mit alarmiert. Den ELW. Aber wie gesagt, vorrangig jetzt erstmal die Drehleiter. Für den Fall der Fälle, dass es wirklich ein bestätigtes Feuer ist, dann sollte die natürlich zügig mit vor Ort sein. Höre, bin unterwegs. Höre. Was gibt's? So. Dann würde ich sagen, wir lassen die Drehleiter schon mal rausfahren. Ja, kommen. Ja, zur Information, das Ganze hier eingelaufen als Brandmeldealarm. Wir haben bisher keine Rückmeldung vom Objekt. Ihr fahrt erstmal als Bereitstellung für die Feuerwehr. Das ist verstanden. So, und genauso handhaben wir das, wie gesagt, Drehleiter ist schon raus, den ELW können wir jetzt gleich hinterher schicken, da haben wir schon mal eine Einsatzkraft für die technische Einsatzleitung. Dazu müssen wir natürlich erstmal den MTW rausfahren lassen. 0022 AGT. Verstanden. Ja, bin unterwegs. Ja, zur telegrafischen Feuermeldung. Wir haben bisher keine Rückmeldung vom Objekt. Ein RTW ist mit euch auf Anfahrt. Die Polizei kommt auf Anforderung. Das verstanden. So, dann habe ich jetzt schon mal zwei Kameraden für den EW. Die würde ich dann noch rausfahren lassen. Was geht auf dem Weg? So, wir schalten das Blaulicht ein, wir schalten die Farbeleuchtung ein und wir gehen in die 3. Das Horn natürlich auch noch, und dann kann es jetzt direkt losgehen. Und dann würde ich jetzt auch schon auf die Einsatzkarte wechseln. Wie gesagt, mehr habe ich jetzt nicht alarmiert, beziehungsweise mehr habe ich jetzt auch nicht vor mitzunehmen, das wäre unnötig. Wir haben ein HLF 20, ein HLF 10 als Löschfahrzeuge. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Für den Fall der Fälle können wir dann den LZ1 nach wie vor noch nachalarmieren. Stärke 002, davon 2 Atemschutzgeräteträger. Ah, Leitstelle Kreis-Heinsberg, verstanden. Janik. So, und das sind doch mal traumhafte Ausrückezeiten hier mit 1 Minute 58 für die Drehleiter, und selbst der EBL mit 3 Minuten 33 darf man ja
nicht vergessen, dass die Kameraden erstmal zum Geräthaus fahren mussten. Ist echt amtlich, ne? Da kann man mit leben. So, wir schauen uns jetzt den ganzen Spaß an. Den Autohandel kennen wir ja. Da hat es ja nun schon öfters gebrannt. Bei dem ist das Problem, dass es auch durchaus in der Halle brennen kann. Und das Feuer dann auch ganz gerne auf den Rest der Halle übergreift. Dort stehen natürlich Fahrzeuge drin, die brennen können. Und entsprechendes anderes Werkzeug, was weiß ich. Wir schauen uns das jetzt an. Wir hoffen, dass jetzt um diese Uhrzeit keiner sich mehr im Gebäude befindet. Ich spiele auch am Wochenende, also ist die Chance eigentlich relativ groß, dass wir zumindest, was das angeht, keinerlei Probleme bekommen sollten. Anrufer, Brandmeldung, auch nicht schlecht. So. Ich höre die BMA. Noch sehe ich aber nichts. Okay, was haben wir denn? Wir haben natürlich erstmal einen HLF hier vorne hin, dann die Drehleiter direkt hier dahinter. 115 mit 6 AGT. Hier Leitstelle Krasansberg, verstanden. So, jetzt haben wir erstmal bis auf den RTW alles platziert. Ja, perfekt. Jetzt schauen wir uns das an. Sehen wir irgendwo Feuer? Wollen wir schon mal so heimlich erkunden? Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich denke... Hier ist der Wegberg 21, HLF 20. Wir sind aus 224 mit 6 AGT. Ja, verstanden. Wegberg 21, 005, davon 3 Atemschutzgeräteträger. So, da kommt unser HLF. Wir drücken mal die 5. Geben dann den ersten, die erste Lagemeldung ab. Wir sehen 0, ja somit 0, erstmal keine. 5, davon 3 AGT. So, jetzt keine Rauchentwicklung. Aber ordentlich Fahrzeuge, die hier draufstehen, ne? So, wir lassen erstmal unseren Gruppenführer, wie gesagt, an der BMA gucken, ob dort irgendwas, informationstechnisch zu finden ist, wo denn genau ausgelöst wurde. Akustische Warninrichtung ausgeschaltet, ja, können wir die denn? Kein Problem. Einer müsste sich mal ins Fahrzeug setzen. Durchgeführt. Oh, kein Feuer, ne? Okay. Das ist schon die Abschlussmeldung. War's. Hier Flur Wegberg 21-20 mit Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle wurde unsererseits an den Eigentümer übergeben. Gesamtstärke 3, 5, 23. In Kürze sind alle Kräfte der Feuerwehr frei auf Einsatzstelle. Kräfte ausreichend. Alle auf Anfahrt befindlichen Kräfte können die Einsatzfahrt abbrechen. Leitstelle verstanden. Ja gut, ne? Satz mit X. Leitstelle 1 Berg verstanden. Ja, wir haben da auch eine Rückmeldung gegeben. Reicht das nicht? Leitstelle 1 Berg mit einer Durchsage an alle noch auf der Anfahrt befindlichen Kräfte der Feuerwehr Wegberg. Keine weiteren Kräfte erforderlich. Anfahrt abbrechen. Quittung mit der 1. Was gibt's? Auf dem Weg. So, können wir jetzt die Karte wechseln? Wir haben da schon eine Rückmeldung gegeben. Sollen wir das vielleicht nochmal machen? BMA wurde ja zurückgestellt, Polizei ist nicht mitalarmiert. Die Einsatzstelle kann, wie gesagt, an den Eigentümer übergeben werden, da brauchen wir jetzt keine Polizei dafür eigentlich. Höre, wird umgehend durchgeführt. Na gut, dann machen wir das nochmal, vielleicht war ich da ein bisschen zu voreilig. Da war ja auch noch mitten im Funken für die anrückenden Fahrzeuge, dass ich da einfach ein bisschen schnell war. Jetzt hat es offensichtlich funktioniert. Na gut, da war ich, wie gesagt, einfach etwas schnell. Kann passieren. Ja, Satz mit X, ne? War wohl nix. Der Klassiker BMA ausgelöst, nichts passiert. Die aber Rückmeldung lieber so. Wurde verstanden.
lieber so, als dass da Holland in Not ist. Das muss ja auch nicht sein. Und demnach ist das schon ganz gut so. Das Ding ist, es ist Wochenende. Ich glaube, wir haben keine Tagesdienstaufgaben und es ist auch, ja gut, es ist 14 Uhr. Wir haben zwar ein paar Hauptamtliche, die hier rumvegetieren, aber wobei, wir haben ja ein bisschen was. Wir können ja, wenn wir nichts zu tun haben, können wir in der Atemschutzwerkstatt arbeiten, ne? Dann füllen wir hier die Flaschen und, Geräte müssen wir auch aufbauen oder zusammenbauen. Da sieht es ja auch, ich will nicht sagen dünn aus, aber da haben wir gut zu tun. Oh. In Rathenhofen B57. das ist ja auch geil geschrieben. Hier ist dem Typen, der uns immer beliefert, ein bisschen was daneben gegangen. Jetzt schwimmt der ganze Hof in einer brennenden Flüssigkeit. Da bekommt das Spiel Der Boden des Lava eine völlig neue oder eine ganz neue Bedeutung. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Überzeugen Sie sich selbst. Aber zügig, ja. Ich nehme an, das wird irgendwie Heizöl oder, kann ja eigentlich bloß Heizöl sein, wenn da jemand einen privaten beliefert hat. Das ist ja recht interessant. Wir gehen davon aus, von dem Mittelbrand tatsächlich. Und da möchte ich... Ja doch, das ja. Aber hier, ich möchte zwei Züge dort vor Ort haben. Denn wenn das brennt, dann ist wirklich Holland in Not. Was gibt's? Kein Problem. So, mitgenommen wird HLF, ELW, DLK und vielleicht noch das LF10, wenn genug Personal da ist. Ja, wird ausgeführt. Brennt auslaufende Flüssigkeit. Davon gehen wir jetzt zumindest mal aus. Bis jetzt ist zwar noch nichts laut der Anrufermeldung, aber wir schauen uns das Ganze natürlich an und wollen da auf Nummer sicher gehen. Was gibt's? So, mitgenommen wird die DLK, habe ich... Ich habe sogar hier einen Zugführer, das ist schon mal nicht schlecht. Den würde ich mir tatsächlich, würde ich auf den ELW setzen. Was gibt's? Bin unterwegs. Höre, bin unterwegs. So. Ja? Auf dem Weg. Habe ich hier noch nicht gestartet? Doch jetzt. So, dann einmal den MTB vor die Tür. Und du wirst bitte als ZF auf dem ELW fahren. Habe ich hier noch jemanden für die Drehleiter? Ja, hier. Ja? Ja, auch. Pass auf, dann fährst du halt mit auf der Drehleiter, ist ja egal. Ja? Was gibt's? So, dann schicken wir die Leiter schon mal los. Haben wir schon unterwegs mit auf dem ELW? Ja. Ja, dann würde ich dich erstmal ganz gerne als Maschinist auf dem HLF haben. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Den ELW können wir ja schon mal so losschicken. Komm, ein bisschen Personal brauchen wir auch schon noch. Ist das mal Wegberg 11, DLK 23, ist aus 002, davon 2 Atemschutzgeräteträger. So, wie sieht's mit der Führungskraft hier aus fürs HLF? Leitstelle Kass-Heinsberg, verstanden. Wir müssen hier noch die Versorgungskabel lösen. 1-0-0, ein Atemschutzgeräteträger. Was gibt's? Bin unterwegs. Höre. Ich hätte aber, wie gesagt, ganz gerne doch noch... Was gibt's? ...eine Führungskraft. Das ist ja sonst doof. Ja. Ah ja, haben wir doch jemanden. Leipzig-Reinsberg. Hans-Georg. Auf dem Weg, ja? Hier ist die Leitstelle Kass-Heinsberg, kommen Sie.
Ach ja, wir haben auch noch eine Führungskraft. Ja, Rückmeldung auf Sicht. Starke Rauchentwicklung. Bestätigt das Feuer. Ja? Ja, verstanden. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Bin unterwegs. So, und da haben wir gerade die Meldung bekommen, dass es wohl ein bestätigtes Feuer ist. Dann schicken wir jetzt auch endlich mal das HLF los. Was gibt's? Das LFC nehmen wir auch mit. Auf dem Weg. Höre. 0165 AGT. Ja, verstanden. Was gibt's? Guck mal, jetzt kriegen wir eine Führungskraft nach der anderen. Wunderbar. Was gibt's? Leitstelle von Wiesberg 11, HLF 20. Was gibt's? Hier ist die Leitstelle Krasheimsberg. Kommen Sie. Was gibt's? Hier ist der Florian Wiesberg 11, HLF 20. Wir sind aus 0176 Atemschutzgeräteträger. Höre. Höre. Ihr Leitstelle Klasse 1 weg, verstanden. Ja. So, komm mal ran, jetzt aber hurtig. Oh, guck mal, noch Zugführer, den Heinz Windy. Ja, bin unterwegs. Wegberg 22, HLF 10. 1, 1, 3, davon 3 Atemschutzgeräte. Die beiden Kameraden würde ich jetzt mit dem Antiwinter erschaffen. Drei Geräteträger. Ja, das ist auch verstanden. Höre, wird umgehend durchgeführt. So, soweit so gut. Was gibt's? Ja, Stärke 0, 1, 4, davon 4. Ja. Kommt jetzt hier noch wer? Nee, ich denke... Leitstelle Klasse 1 Berg, verstanden. Ich denke, jetzt haben wir erstmal alle, ne? Ja, pass auf, dann ab in die 3 und hinterher mit euch. Ja, mit Stärke 0, 2, 4, 4 Atemschutzgeräteträger. Leitstelle 1 weg, verstanden. Ja, wir sind aus 0, 3, 4, 5 AGT. So, dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an hier. Ich meine, die Einsatzkarte hatten wir zwar jetzt schon mal, aber gut. Wieder der T&Q Autohandel, der ist recht heiß, der Betrieb. Also würde ich mal einen Brandschutzprüfer hinschicken. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Leitstelle Kassel-Einsberg, verstanden. Oh, das brennt. Definitiv. Wie macht man das? Pass auf. Also ein HLF ganz gerne hier hinter. Weil ganz hinter mich schon. Wir sind aus 101, ein Atemschutzgerätträger. So, dann machen wir das so. Pass auf, den GWG lassen wir direkt mal hier vorne stehen. Leitstelle, verstanden. Die Drehleiter mit dem Arsch hier so hinter. Das war der Tank. Dann für die Drehleiter. Oh, shit, Alter. Hier geht ja alles in die Luft. Das war auch die BMA. Für die Drehleiter das HLF 4 mit hin, das HLF 10. Direkt mit hier dahinter. So, MTF und ELW. Pol. Der ELW 1-2, das MTF. Ein RTB und das LF 10. Das LF 10 lassen wir auch erstmal hier vorne stehen. So, was haben wir da noch? Noch ein MTF.
Das Ding ist, läuft das hier noch weiter aus? Nee. Dann würde ich nämlich auf jeden Fall mit der Drehleiter einen Angriff über Monitor hier so drüber wagen. Erstmal die Person aus der Gefahrenzone da rausholen. Doch, klar läuft es noch weiter aus. Was kann ich dagegen machen? Das ist ja interessant, pass auf. Habe ich das nicht noch nicht gehabt, hier an Wegberg? Starten erstmal die Pumpe. Höre. Ihr holt nur mal ganz schnell den Mann da weg. Kann ich mit dem reden? Nee. Höre. Genau. Brandherde. 53, pass auf, dann legen wir mal. Hallo, das wollte ich. Ah, nee, pass auf, den Verteiler machen wir doch manuell, weil den können wir weiter reinlegen. Ihn ja, erstmal weg hier. Auf dem Weg. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass sich vielleicht auch im Gebäude keiner mehr befindet. Und wir müssen uns einmal die Wasserversorgung hier aufbauen. Ja, wird gemacht. Schon unterwegs. Ah, pass auf, ihn bringen wir mal hier auf den Parkplatz. Sofort, ja? In Ordnung. Glücklicherweise haben wir hier direkt einen Hydranten. Hoffentlich funktioniert der. Dann sind wir da schon mal relativ safe. Kann ich? Ja? Kann man abdichten? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht, ne? Wird gemacht. Ja? So, dann geben wir auch hier erstmal eine Lagemeldung ab. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja? Was gibt's? Bin unterwegs. Bin unterwegs. Wird gemacht. Ja? Bin ja, unterwegs. Das Ding ist, wir müssen da schon etwas vorsichtiger sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Feuer auf die Halle übergreift. Ja? Rückmeldung Einsatzstelle. Ja, einmal VU. Insgesamt 2 Fahrzeuge beteiligt. Keine eingeklemmten Personen. An der Unfallstelle ist ein Feuer ausgebrochen. Zurzeit 2 Rohre im Einsatz. Ein Trupp unter PA. Die Wasserversorgung wird hergestellt. Heino befindet sich jetzt ebenfalls an der Einsatzstelle. Ja? Gut, das mit dem VU ist schon ein bisschen. Ja, schon verstanden. Bleibt das HLF? Das braucht noch eine Weile, ne? Zum Not nehmen wir das HLF. Pass auf, dann platzieren wir nochmal um. Dann schicke ich dieses HLF. Ach, komm her, komm. Schicke ich dann hier hin und das Wegberger schicke ich dann hier dahinter. So, zack. Ja, schon unterwegs. Okay, es tritt auf jeden Fall erstmal kein Kraftstoff mehr aus. Was gibt's? Dann möchte ich, dass ja, du dich mal noch mit einem Atemschutzgerät ausrüstest. Was gibt's? Der Strahlrohr. Ach, shit, jetzt haben wir ja nur. Ach komm, ich brauche jetzt keine Geräteträger eigentlich. Ich brauche jetzt normale Feuerwehrleute erstmal primär. Was gibt's? Ran hier auf den Meter. Ja? So, die Drehleiter wird nämlich schon aufgebaut. Ich möchte die Drehleiter einspeisen, das ist gerade mein Ziel. Und ich werde allerdings hier höre, eine Haspel benötigen. Dann kann sich bin unterwegs, unser Kamerad mal hier mit der Haspel auseinandersetzen. Ja. Ja.
Wir können aber mal das akustische Signal zurücksetzen, das nervt sonst ein bisschen. Kein Problem. Ja? So, soweit so gut. Das passt schon mal. Höre. Du wolltest dir doch die Haspel schnappen, war da nicht was? Ja? Ja, es brennt ordentlich. Ich habe vielleicht oder muss vielleicht noch mit dem LF-10. Das sollte irgendwann mal eintreffen. Das würde ich dann hier so hinfahren lassen. Dann versuchen hier einen Verteiler reinzulegen. Ja? Kein Problem. Höre. So, die Drehleiter ist gespeist. Wunderbar. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man jetzt hier nicht mit dem mit diesem Mast oder mit der Laterne da kollidieren. Aber das sollten wir hinkriegen. Ich habe die Leiter extra mit dem Arsch nach hinten gestellt, weil wir da einfach etwas mehr Auslage haben. Und dann auch, denke ich, besser mit der Drehleiter arbeiten können. Bei ihm möchte ich vorsichtshalber mal den PA anschalten. So, wir gucken, wie weit wir kommen. Ja, jetzt ist er so. Ja, doch, das sieht gut aus, denke ich. Was gibt's? Kein Problem. Das ist das HLF, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich würde den ELW jetzt erstmal funkbereit machen. Ah, hier ist natürlich grad ein bisschen Platzmangel. Alter, das ist aber auch nicht euer Ernst, ne? Hier ist bisschen eng alles hier. Höre. Höre. Schon unterwegs. Ja, das HLF ist natürlich der Tank jetzt leer. Aber daran arbeite ich, ja. Und hier, wie gesagt, bauen wir jetzt einmal einen Verteiler in den Wald rein. Was gibt's? Bin unterwegs. Kein Problem. Wir sind funk- und betriebsbereit und ab sofort für Sie Ansprechpartner an der Einsatzstelle. Höre, auf dem Weg. Verstanden. Ah, der Monitor, der zieht ordentlich. Dann müssen wir vielleicht nochmal eine Doppelleitung legen. Ja. Aber auch das kriegen wir hin. Was gibt's? Boah, zuckelt's gerade ein bisschen, ne? Bin unterwegs. Höre. So, wie gesagt, hier jetzt die Doppelleitung fürs HLF, welches die Leiter einspeist. Wir müssen ja echt aufpassen, das Feuer haut uns, glaube ich, ab. Was gibt's? Auf dem Spion unterwegs. Ja, kein Problem. Das MCF wird einmal mit dem HLF zusammenarbeiten. Höre. Oder mit dem LF-10. Ist ja ein LF-10. Was gibt's? Bin unterwegs. So. Jetzt sollt ihr aber auch wieder... Ja genau, jetzt... Kommt doch wieder ein bisschen Wasser in den Tank. Wunderbar. Was gibt's? Kein Problem. Ja? Und ich glaube, Wasser holen wir uns dann hier von... von der Bushaltestelle. Was gibt's?
Was gibt's? Auf dem Weg. Kein Problem. Höre. So, soweit ja. So gut. Dann könnt ihr euch direkt mit Schläuchen ausrüsten, dass wir dann auch direkt Wasser fürs LFC haben. Das ist nochmal eine Einsatzstelle hier, ne? So, hat er das schon das Standrohr geholt? Ach, da läuft der Herz anscheinend gerade nicht so eilig. Aber er sollte sich auch mal ein bisschen beeilen, denn wir brauchen hier dringend Wasser. Was gibt's? 2000 Liter sind schneller, leer erstmal gucken können. Und sie sollte aber eigentlich die Vegetation erlöschen. Wird umgehend durchgeführt, ja? Schon unterwegs. Höre, bin unterwegs. Da fehlen noch ein paar Reifen, das kann ich direkt mal in den Bug-Tracker mit reinschreiben. Ja. Kein Problem. Höre, bin unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. Sofort. Kein Problem. Jetzt werden natürlich so ein paar Schlauchbrücken cool, ne? Die so. Die müssen ja nichts können, einfach nur, dass man die optisch so hinlegen könnte. Jetzt hätte irgendwie was. Hier ist irgendwer. Ach ja, ihr beiden. Höre. Na gut, ihr steht jetzt nicht so nah am Feuer. Was gibt's? Was gibt's? Hier werde ich jetzt noch mit dem dritten Rohr rangehen an diesen Verteiler. Das Feuer breitet sich gut aus hier, ne? Höre, verstanden. Ich glaube, ich fordere mal noch ein Tankdurchfahrzeug nach. Wo ist denn der LW? Ach, hier. Und zwar, das ist die Löschgruppe Arsbeck, genau. Perfekt. Die Polizei kann mir hier mal den Verkehr umleiten. Alarmieren Sie die Löschgruppe Arsbeck. Bin unterwegs. Ja, einmal die Löschgruppe Arsbeck zur Einsatzstelle, verstanden. So, dann bekommen wir noch das HLF-20. Und das TLF ist eigentlich das Wichtigste. Ja, der Elwig 1-3 kommt nicht mit, ne? Ja, perfekt. Was gibt's? Was gibt's? Pass auf, wir machen es uns einfach. Gibt's? Wir arbeiten jetzt hier mit der Haspel. Was gibt's? Auf dem Weg. Schon unterwegs. Was gibt's? Höre. Was geht unterwegs? Hier weg bei Golf RW1 002. Oh, davon RW1? 1 AGT. Oh, ach shit, ich hab den Löschzug 1 auch drin gehabt, ne? Ah, gut. Leitstelle Kreis Ansberg, verstanden. Kann ja mal passieren. Höre,
Höre. Jawohl. Wo ist denn der Kamerad, der sich einen Schlauch holen sollte? Hat er sich... Ach, der hat zwei Räder, das ist auch gut. Na gut, auch gut. Kein Problem. Die Haspel, die stellen wir mal hier vorne an die Seite. Und meine drei... Geräteträger mit Hohlstrahlrohr ausgerüstet, können schon mal hier vorgehen. Schon unterwegs. Dann gehen wir hier mit 6 Rohren jetzt ran, damit wir das Feuer unter Kontrolle bekommen. Dafür werden wir wahrscheinlich aber noch auch für das HLF-20 die Doppelleitung brauchen. Was schon unterwegs. Leitstelle für Floridsberg, FDL. Ihr Leitstelle 1 bekommen. Ja? 0-0-1-0 AGT. Was gibt? Leitstelle Ausführung verstanden. Beginnt. Das wollte ich nicht. Schon unterwegs. Was gibt's? Ausführung beginnt. Was gibt's? Schon unterwegs. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier ein bisschen taktischer aufziehen. Ja. Ich werde jetzt hier auch noch einen zweiten Verteiler legen. Und zwar hier so rein. Und dann... Was gibt's? Mit ja, den restlichen Gerätedrehern, die ich sicherlich nie irgendwo rumobsidieren habe. Ja, wir sind auf 009 mit 3 AGT. Bin unterwegs. Ja, verstanden. Schon unterwegs. Was gibt's? Höre. Schon unterwegs. Höre. Ah, das reicht natürlich nicht, ne? Bin das unterwegs. So Stärkemeldung. Was gibt's? Ein schon Null, unterwegs. Ein Atemschutzgerätträger. Höre. Wir könnten natürlich dann auch anfangen, hier Schneisen reinzuschneiden. Und hier schon wieder irgendein Art. Natürlich der Mann auf der Drehleiter, aber ich glaube, der braucht jetzt nicht unbedingt angeschlossen haben. Höre. Bin unterwegs. Höre. Ja? Auf dem Weg. Was gibt's? Okay, er lässt sich einfach nicht umleiten. Nicht schlecht. Die Geräusche sind aber schon sehr geil, ne? Wie es knackt. Schon cool gemacht. Höre. Schon unterwegs. Höre. Bin unterwegs. Was gibt's? Was gibt's? Alle 20, danke. Aber noch welches? Ah ja, hier. Ah, Mist. Da habe ich mich wieder ablenken lassen, ne? Vergessen, die Doppelleitung zu legen. Ja? Höre. Aber auch hier werden wir jetzt eine Doppelleitung legen, denn das könnte sonst ein bisschen eng werden. Ja, man sieht schon, wie es langsam runtergeht. Wird gemacht, höre. Bin unterwegs. Ja? Was gibt's? Wird gemacht. Das brennt aber auch echt böse. Ja? Schon unterwegs. Wahnsinn. Hier müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Kannst du was vielleicht... Gibt's? Schon unterwegs. Genau, wir nehmen die Drehleiter mal ein bisschen rüber. Höre. Höre. Bin unterwegs. Was gibt's? Ja, alles klar. Das nenne ich mal einen massiven Kräfteinsatz hier, ne? Bin unterwegs. Doch, ganz schön heftig. Wir werden mal eine Zwischenmeldung geben.
Für die Leitstelle, damit die wissen, was hier abgeht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Höre. Boah. Ich glaube, wir hätten doch Schneisen schneiden sollen, ne? Ich hoffe nur, dass das nicht auf diese große Waldgruppe, glaube ich nicht, dass es da übergreifen kann. Das wäre doof. Aber ich hoffe immer das Beste. Wir hätten, glaube ich, hier ansonsten noch einen Hydranten. Und ich hoffe, das HLF hat ein paar Haspeln dran, dass wir dann soweit... Höre, bin unterwegs. Ich vergebe 1-2. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle. Das Feuer hat sich weiter ausgebreitet. Wir haben aktuell 11 Rohre im Einsatz. 4 Trupps mit PA. Ein Wenderohr im Einsatz. Die Wasserversorgung wurde hergestellt. Die Rückmeldung wurde verstanden. Auf dem Weg. So, die Jungs muss ich jetzt erstmal hier rausnehmen. Schon unterwegs. Das nützt nichts. Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den irgendwie einen neuen PA geben kann. Ich glaube nicht. Also, entweder Flaschen tauschen oder halt neues Gerät, ist ja egal. So, blende bitte meine Kräfte aus Aspekt, die brauchen noch eine Weile. Ja? Dann würde ich hier das Tanklöschfahrzeug hinstellen, würde aber vielleicht schon mal anfangen, dort die Wasserversorgung vorzubereiten. Das kann ja eigentlich die RW- und GWL-Besatzung machen. Höre! Auf dem Weg! Ja? Ja, wo kommt er denn jetzt her? Ach Mann. Was gibt's? Schon unterwegs. Ja? Schon unterwegs. Das war gerade eigenartig. Schon unterwegs. Das ist ein lustiger Bug. Jetzt glaube ich das Standrohr. Ja, schon unterwegs. Ja, von welchem Fahrzeug denn bitte? Ja? Hä? Bin leicht verwirrt. Von wo hat denn bitte der Kamerad jetzt das Standrohr geholt? Von hier nicht? Glaube ich. Das ist schon wieder höchst eigenartig. Von der Drehleiter. Ja? Was gibt's? Ah ne. Genau. Also die Flaschen sind trotzdem noch leer, ne? Das habe ich schon mal in den Bugtracker geschrieben. Schauen wir, ob es dann irgendwann eine Lösung für gibt. Weil das ist echt doof, dass die dann nicht mehr einsetzbar sind. Wie gesagt, wir bereiten jetzt alles schon mal fürs Tanklöschfahrzeug vor. Denn das trifft doch gleich ein. Und wir arbeiten dann mit der Haspel vom HLF, dass wir das auch soweit eingespeist bekommen. Läuft der Kamera? Ach, der läuft da, ne? Ja, genau. Höre, auf dem Weg. Ja?
Meine Fresse, ist das hier ein Kräfteinsatz? Da kommt das Tanklöschfahrzeug, aber da habe ich mich gerade umentschieden. Das HLF kann hier vorne bleiben. Und wir schicken erstmal das TLF hier so hin. Schon unterwegs. Denn so ein Monitor bewirkt ja bekanntlich Wunder. Ja. Ich glaube, das TLF ist natürlich auch ziemlich schnell leer. Und da werden wir auch eine Doppelleitung brauchen. Auch das können wir eigentlich direkt vorbereiten. Arbeiten wir mit beiden Haspeln. Und hier hätten wir auch wieder. Ja, bin unterwegs. Geräteträgerfrische. Ja. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Was gibt's? Ich glaube, Haspeln sind so eine geile Sache hier wirklich. Was gibt schon unterwegs? Höre. Pfeift mal irgendwo, kann das sein? Aber in hier. Ja? Bei ihm. Was gibt auf dem Weg? Ja, das zählt jetzt auch gleich lang. Ja, ich bin auf der Weg. Aber die sind auch relativ schnell weg. Was gibt auf dem Weg? Also, und wir spielen jetzt auch mal ein bisschen die Zeit vor, ne? Das wird jetzt so ein unendlicher Einsatz hier. Bin unterwegs. Die beiden PA-Träger, die hier noch irgendwo rumstanden, einmal bitte mit Strahlrohren ausrüsten und dann endlich an den Verteiler rangehen, der hier noch im Wald liegt. Bin unterwegs. Jetzt pfeifen die, ne? Ja? Ja, das war klar. Ist in Arbeit. Schon unterwegs. Muss man ein bisschen im Auge behalten. Weil bei ihm ist auch gleich soweit. Ja, alles verstanden. Höre. Das war jetzt nicht soweit. Bestätige. Ja, dann hole ich ihn aus dem Wald raus, macht ja keinen Sinn. So, wie sieht's hier aus? Ja, schon unterwegs. Ah, hier hätten wir noch einen AGC. Höre. Ja? Kein Problem. Meine Fresse, das brennt jetzt aber auch schon massiv, ne? Ich hätte vielleicht eher anfangen sollen mit Schneiden. Hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht, weil ich dachte, der massive Einsatz, den ich hier gefahren habe, reicht aus, aber so kann man sich täuschen, ne? Was gibt's? Was gibt's? So, jetzt kratze ich nochmal alles, was ich an Geräteträgern vor Ort habe, nochmal zusammen. Wird gemacht. Schon unterwegs. Egal wie, rüstet euch aus. Guck mal, der GWG, da haben wir doch nochmal.
unterwegs. Ja? So, ich würde sagen, unser Gruppenführer. Was gibt's? Ja, immer noch 41 Brandherde. Höre, auf dem Weg. Aber jetzt haben wir ja doch nochmal einen ganz massiven Rohreinsatz. Wir könnten theoretisch auch... Höre. Wie sieht denn das aus? Ja, wir könnten theoretisch auch nochmal einen Verteiler legen. Ja. Und den dann... Dass die hier von außen nochmal angreifen. Wir müssen ja nicht unbedingt in den Wald reingehen, aber so von außen nochmal draufhalten. Was gibt's? Achso. Ach, ich bin auch doof manchmal. Jetzt habe ich ihn wieder aufs Auto gepackt. Ah, nein. Mach doch nicht die. Höre. Feuer und Gewalt. Naja, sehe ich noch nicht so, aber wenn die mir das sagen, dann wird das schon so sein. Was gibt's? Was machst du denn hier, wenn ich fragen darf? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ich glaube, der hängt da fest, ne? Na, egal. Höre. Wird gemacht, bin unterwegs. Ja? Schon unterwegs. Höre, bin unterwegs. Ja? Wird gemacht. Ja, schon unterwegs. So, soweit so gut. Ja, verstanden. Schon unterwegs. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Ja? Wird gemacht. Höre. Verstanden. Meine Fresse. Ich würde sagen, wir geben nochmal eine Lagemeldung ab. Ich möchte einfach wissen, wie viele Rohre wir jetzt wieder hier im Einsatz haben. Ist ja echt krass. Mit weiterer Rückmeldung. Rad Anhoven, B57, das Feuer in Gewalt. Zurzeit 6 Rohre vorgenommen, 3 Trupps unter PA, zusätzlich der Dachmonitor vom TLF 4000 verstanden. Im Einsatz. Kommen. Ihre Rückmeldung wurde verstanden. Was gibt's? Meine Fresse, wer hätte gedacht, dass wir das Feuer nochmal ausbekommen, ne? Gut, der hat natürlich jetzt nicht die Rohre mit dazu gezählt, die gar nicht mal löschen. Aber vorhin die Meldung mit 11 Rohren und der Drehleitermonitor, das war ja schon mal ziemlich heftig, ne? Also da haben wir ordentlich Wasser drauf geballert. Aber war ja auch eine sehr außergewöhnliche Einsatzsituation hier. Durchaus. Ja, das Feuer ist aus. Wunderbar. Dann können wir erstmal alle, die ja noch anhaben, die können erstmal den PA soweit ablegen. Ja, genau. Jetzt stellen wir die BMA zurück und können dann die Einsatzabschlussmeldung geben. Ach nee, halt, stopp, können wir nicht. Wir müssen erstmal an die Polizei dann übergeben. Auf dem Weg. Los geht's. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Dann geben wir die Abschlussmeldung und dann schauen wir uns nochmal die Statistik an. Und dann würde ich sagen, beende ich mein Video. Ja, 54 Minuten. Ich denke, das reicht für Samstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Hätte nicht gedacht, dass es so ausartet. Na komm, übergib. Ach, Jank. Jawohl, Herr Klug hat den Einsatz übernommen. Mit Abschlussmeldung, Rad Anhoven. Ja, das Feuer ist soweit aus. Wir haben jetzt noch Aufräumarbeiten. Ja, wir haben hier an Heino übergeben. Gesamtstärke 4, 9, 44. In Kürze alle Kräfte feuerwehrfrei. Ende Rückmeldung. Ja, das ist so verstanden. Mensch, da hatten wir alles hier im Einsatz, ne?
Man könnte fast von einer Wasser über lange Wegestrecke reden. Wir hatten die Drehleiter im Einsatz, den Dachmonitor vom TLF. Viele, viele Rohre. Na, eine Menschenrettung kann man fast sagen, ne, mit dem Typen, der ja noch am Fahrzeug stand. Eigentlich alles gesehen, was man sehen will. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Statistik an. Wir haben 1 Stunde 7 gearbeitet. Wir hatten 36 Atemschutzgeräteträger. Wir haben 54 Schläuche, insgesamt 1080 Meter verbraucht. 20 Atemschutzgeräte, viel Spaß an den Typen jetzt in der Atemschutzwerkstatt und 149.000 Liter Wasser. Das ist mal eine Hausnummer. Aber, oh guck mal, jetzt ist das Regal auch gut leer. Jetzt müssen wir wieder anfangen mit auffüllen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.